Hallo und herzlich willkommen. Wir haben das Dawn TG von Bitfinex erhalten und ja, eigentlich erstmal ein Glas RGB-Gehäuse, wie wir sie zuletzt häufiger getestet haben, aber ein Modell, das viele Fallstricke vermeidet, in die Konkurrenzmodelle reinrennen und dazu auch noch eine ganz spezielle ARGB-Beleuchtung bieten kann. Auf den ersten Blick sieht das Dawn TG eigentlich aus wie ein typisches Glas-RGB-Gehäuse. Wir haben erstmal eine ganze Reihe an Glasflächen. Wir haben ein Glasseitenteil links, wir haben eine Glasfront und wir haben das Glasseitenteil rechts. Aber es gibt, wenn man genauer hinsieht, doch so ein paar Unterschiede. Vor allem erstmal, was das Beleuchtungssystem angeht. Konventionell ist erstmal, dass es einen ARGB-Lüfter gibt, und zwar hinten am Heck. Das heißt, der leuchtet schön durch das nur leicht getönte Seitenteil an der linken Seite. Im Frontbereich und auch auf der rechten Seite hat Bitfinex das RGB-Beleuchtungssystem aber anders gelöst. Da sind keine RGB-Lüfter sichtbar, sondern ja, da wird ein Muster beleuchtet. Und zwar haben wir hier diese hell abgesetzten Fensterstrukturen, könnte man sagen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, eine Windows-Silhouette. Und die ziehen sich über diese vordere Ecke, und zwar eben sowohl an der Front als auch am rechten Seitenteil. Da sitzen seitlich hier in diesem Rahmen kleine LEDs, die dann eben diese Fensterstrukturen zum Leuchten bringen. Und das sind auch wieder adressierbare RGB-LEDs. Das heißt, wir können hier also auch mehrfarbige Effekte quer über dieses Muster jagen. Das sieht durchaus eindrucksvoll aus, werden wir dann natürlich zum Ende hin noch zeigen. Ja, viele Nutzer mögen es ja nicht so, wenn auch das rechte Seitenteil aus Glas besteht, einfach weil man da die Kabel natürlich so sehr sieht. Bitfinex hat das aber relativ elegant gelöst. Zum einen ist das Glas hier deutlich stärker getönt, lässt also ohnehin kaum Einblicke zu. Und zum anderen gibt es dann ab Werk eigentlich noch eine Kabelabdeckung, die hier in dem Bereich, also hinter dem Hauptkabelschacht sozusagen, sitzt und mit der man die Kabel abdecken kann. Setzt aber voraus, dass man sich doch einige Mühe mit dem Kabelmanagement macht. So viel Platz ist da hinterm Tray einfach nicht vorhanden, etwas über 2 cm, um genau zu sein. Und das haben wir jetzt für unseren Testaufbau dann doch einfach aus Zeitgründen weggelassen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das eben so zu machen. Ehrlich gesagt sehe ich hier, wenn ich so drauf schaue, ja, nur mit Mühe überhaupt Kabel. Das heißt, alleine die Tönung des Glasseitenteils reicht da eigentlich nahezu aus, um eben dieses Kabelthema zu lösen. Ein Thema, das wir noch separat ansprechen wollen, das ist ja das Glas als solches. Und zwar haben wir hier eine ungewöhnliche Beobachtung machen müssen. Wir sehen nämlich hier ja eine Schlierenstruktur im Glas. Habe ich so bisher bei keinem anderen Gehäuse mit Glas gesehen. Und es fällt auch nur auf, wenn man relativ starkes Licht hat. Also speziell bei diesen Fotolampen ist es dann doch auffällig. Man sieht das hier zum Beispiel jetzt in dem Bereich, wo sich die helle Lampe spiegelt, sieht man diese Schlierenstruktur. Aber auch wenn ich das jetzt hier so rumdrehe, hat man hier in diesem Glas ja diese Schlieren drin. Interessanterweise bei typischem jetzt Wintertageslicht oder bei einfach normaler Zimmerbeleuchtung ist es gar nicht irgendwie wahrnehmbar. Aber sobald ich eben hier die Fotolampen anschalte, fällt dieser doch ja ungewöhnliche Effekt auf. Müsste man dann als Käufer schauen, ob das einem zum einen betrifft und dann natürlich zum anderen auch stört. Das ist so optisch jetzt im Prinzip das größte Fragezeichen hier hinterm Dawn TG. Es fehlen mir natürlich jetzt noch Erfahrungswerte von Nutzern oder anderen Testern, ob dieses ja optische Phänomen ja auch andere Modelle betrifft und bei welchen Lichtverhältnissen das nun genau auftritt. Deswegen will ich mich da jetzt nicht zu sehr drauf konzentrieren, sondern natürlich auch auf die ja funktionalen Vorteile des Gehäuses eingehen. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Das beginnt zum Beispiel hier beim Staubschutz. Wir sehen hier ein Staubschutzgitter im Deckel. Das ist eigentlich erstmal die schlichtere Lösung im Vergleich zum Staubschutzfilter textiler Bauart. Aber es ist sehr nutzerfreundlich gelöst. Es haftet hier magnetisch, lässt sich also mit einem Handgriff abnehmen. Und vor allem ist es auch nicht die einzige Option. Solange ich die Deckellüfter nämlich nicht nutze, kann ich hier einfach diese geschlossene Abdeckung aufsetzen. Genauso magnetisch haftend. Hat jetzt ein paar Schrauben hier mitgenommen. Und
habe dann eben diese geschlossenere, harmonischere Optik und natürlich auch den Luftstrom, typischerweise von vorn nach hinten, der dann weniger beeinflusst wird, als wenn der Deckel vielleicht so ganz offen bleibt. Also hier erstmal schön Flexibilität geboten. Erfreulich dann auch die Anordnung dieser optionalen Lüfterplätze. Die sind schön weit nach links versetzt. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Radiator montieren will, möglichst in maximal 240er oder 280er, dann habe ich auch die Chance, dass es dann nicht direkt zu Konflikten mit dem Mainboard kommt. Dazu kommt positiverweise, dass der Abstand auch von Deckel und Mainboard groß genug ist, um zumindest einen schlanken Radiator hier wirklich zu montieren, ohne dass da überhaupt irgendwas überlappt. Da bin ich dann natürlich ganz auf der sicheren Seite. Ja, Staubschutz können wir tatsächlich hier mit Blick auf den Deckel schon fortsetzen. Der Frontfilter ist nämlich hier ganz intelligent und ja, praktisch in den Deckel integriert, lässt sich wunderbar hier einfach nach oben rausziehen. Ja, also praktischer kann man sich es eigentlich nicht wünschen. Gerade Frontstaubfilter sind da ja doch oft etwas schwerer zu erreichen, dass man erst die ganze Front abbauen muss und das ist hier so komfortabel, wie es nur sein kann. Das gleiche gilt dann eigentlich auch für den Staubfilter im Boden. Den ziehe ich hier nach vorne raus, das heißt, ich muss nicht hinter das Gehäuse, ich muss das Gehäuse nicht umlegen. Ich ziehe einfach, greife drunter, ziehe nach vorne und habe das Thema geklärt. Also Staubschutz insgesamt so nutzerfreundlich, wie man es nur wünschen kann. Viele dieser Glas-RGB-Gehäuse werden von den Herstellern bewusst etwas unter die 100-Euro-Marke gedrückt. Das wirkt natürlich preislich immer besonders attraktiv. Das Dorn TG liegt knapp drüber, kostet knapp 110 Euro, aber es bietet dafür dann eben doch im Detail auch ein bisschen mehr als diese typischen Konkurrenzmodelle, die wir zuletzt auch ja immer mal wieder im Test hatten. Und ja, das macht sich zum Beispiel hier beim I/O-Panel bemerkbar. USB 3.1 Typ C haben wir dort verbaut. Und das ist eben bei diesen angesprochenen Konkurrenzmodellen für unter 100 Euro die absolute Ausnahme. Haben wir also hier diese schnelle und unkompliziertere Schnittstelle. Und wir haben natürlich auch weiterhin zweimal USB 3.0 sowie die beiden Audiobuchsen. Eine andere Sache, die gerne eingespart wird, das ist hier die separate Taste für die Beleuchtungssteuerung. Gerne nutzen die Hersteller dann einfach eine umfunktionierte Reset-Taste. Und beim Bitfinex ist es hier wirklich so, dass wir Power Reset separat haben und zusätzlich dann eben die Taste, um die Beleuchtungsmodi zu wechseln. Also auch da ein klarer Pluspunkt, wo sich der Aufpreis dann auszahlt. Ja, auch im rückseitigen Bereich ist das so ein typischer Kritikpunkt immer bei vergleichbaren Modellen, dass wir die Slotblenden dann mal oft rausbrechen müssen, dass es also solche Einweg-Slotblenden sind. Und hier ist es dann aber eben auch so, dass wir richtige Slotblenden haben, sieht man hier schön. Das heißt, die lassen sich einfach entfernen und dann auch bei Bedarf wiederverwenden. Genauso wie man sich das in der Preisklasse natürlich auch vorstellt. Und in dem Bereich gibt es dann auch eine kleine Besonderheit noch. Wir sehen jetzt erstmal, okay, das sind eben nur die horizontalen Blenden. Wer seine Erweiterungskarten vertikal montieren will, der kann aber das Element einfach ersetzen und zwar hier durch diese mitgelieferte Blende mit 4 vertikalen Slots. Damit dann also die Chance, die Grafikkarte vor das Glasseitenteil zu setzen und dann also richtig schön zu präsentieren. Ist natürlich immer eine optische Spielerei und setzt auch ein optionales Riser-Kabel voraus, aber die Möglichkeit besteht hier eben und das ist natürlich erstmal auch ein klarer Pluspunkt. Der Innenaufbau entspricht ja weitgehend dem aktuellen Standard. Das heißt, wir haben diesen typischen Zwei-Kammer-Aufbau. Oben mit der Mainboard-Kammer und mit viel Platz für lange Grafikkarten. Unten dann die Netzteilkammer, abgetrennt durch eine Abdeckung. Und da haben wir dann sowohl das Netzteil als auch einen Laufwerkskäfig. Es gibt da dann doch so ein paar Besonderheiten. Und so haben wir zum Beispiel ja als optische Besonderheit, ein Blickfenster, also einfach eine Öffnung in dieser Netzteilabdeckung, wo wir unser Netzteil auch seitlich sehen können. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendein hochwertiges Premium-Netzteil verbaue, dann kann ich das wenigstens so ein bisschen auch zur Geltung bringen. Auch von oben wurde diese Netzteilabdeckung durchaus ganz intelligent gestaltet. Im Bereich des Netzteils haben wir hier erstmal eine ganze Zahl von Öffnungen. Das heißt, wir könnten auch passiv gekühlte Netzteile verbauen, wo die Abwärme dann einfach nach oben aufsteigen kann. Wir haben hier ausreichende Öffnungen für das Kabelmanagement, um also hier von unten auch direkt Kabel verlegen zu können. Wir haben dann ja einen Laufwerksträger.
Den sieht man immer mal auf der Netzteilabdeckung sitzen. Hier ist es aber ein ja, Multifunktionslaufwerksträger, wo wir entweder zwei 2,5 Zoll Laufwerke oder aber ein 3,5 Zoll Laufwerk montieren können. Das heißt, wenn ich den modularen Laufwerkskäfig aus der Bodenkammer rausnehme, habe ich immer noch hier oben einen 3,5 Zoll Laufwerksplatz, den ich nutzen kann. Das ist also durchaus auch ein klarer Pluspunkt. Ja, und dann habe ich hier im Frontbereich noch ein nettes optisches Detail. Und zwar gibt es da prinzipiell diese Aussparung für einen großen Radiator. Bis zu einem 360 mm Modell ist da möglich. Und die Aussparung ist aber ab Werk hier mit einer Abdeckung verschlossen. Heißt, ich habe also nicht dieses Loch, wie ich das bei vielen anderen Modellen einfach habe, sondern habe da erstmal einfach diese Abdeckung drüber. Wenn wir in diesem Bereich sind, können wir dann auch das Kühlsystem uns nochmal genauer ansehen. Hinten den 120er Hecklüfter haben wir ja schon gesehen und auch vorne kommen 120 mm Lüfter zum Einsatz. Da aber unbeleuchtet, klar, die wären auch nicht so wirklich zu sehen durch die dunkel getönte Scheibe. Und die unterstützen dann eben den Hecklüfter. Immer natürlich hier die Frage, okay, was mache ich, wenn ich jetzt hier diese geschlossene Front habe? Wo bekommen die dann ihre Luft her? Und dann sehen wir hier schon seitlich doch eine ganze Zahl von Lufteinlässen. Bei manchem anderen Modell ist es dann so, dass die Lüfter sozusagen vor der Front sitzen und kaum mehr Platz bleibt, um überhaupt noch Luft von der Seite anzusaugen. Beim Dorn TG ist das etwas intelligenter gelöst. Die Lüfter sitzen also hier innen und haben dann immer so ein bisschen Abstand, um eben um die Ecke rum die Luft ansaugen zu können. Der Test wird zeitgleich zum Video erscheinen. Ich verrate schon mal, dass die Kühlleistung auch tatsächlich ja, deutlich positiver ausfällt, als man das vielleicht mit Blick auf die geschlossene Front erwarten könnte. Mit Blick auf den Member Tray fallen erstmal positiv die ja, gummiummantelten Durchführungen fürs Kabelmanagement auf. Auch die Aussparung für die CPU-Kühlermontage ist hier vorhanden. Und ja, Bitfinex nutzt den Platz dann zusätzlich auch noch für einen zweiten dieser Kombi-Laufwerksträger. Da ist es allerdings so, dass nach meinen Eindrücken bei typischer Festplattenbauhöhe es nicht ausreicht, um hier ein 3,5 Zoll Laufwerk zu montieren. Da ist der Träger dann also wirklich für zwei 2,5 Zoll Laufwerke vorgesehen. 3,5 Zoll Festplatten können wir dann aber im Laufwerkskäfig montieren. Den habe ich hier mal rausgenommen. Fällt ja ziemlich klein aus und bietet auch keine werkzeuglose Montage. Das heißt, ich muss das 3,5 Zoll Laufwerk hier reinschieben und dann seitlich verschrauben. Oder ich kann alternativ bzw. zusätzlich auch ein 3,5 Zoll Laufwerk oben drauf setzen und dann damit verschrauben. Beziehungsweise ich habe hier auch noch die inneren Bohrungen dann für ein 2,5 Zoll Laufwerk, habe also da die Flexibilität, beide Laufwerksformate von oben anzubringen. Das Ganze kann dann an zwei Positionen mit dem Boden verschraubt werden und wird hier durch diese kleinen Gummipuffer auch etwas entkoppelt. Also keine Entkopplung der Festplatten vom Käfig, sondern die Entkopplung des Käfigs vom Gehäuseboden. Es ist gar nicht so einfach zu zeigen, wie eigentlich diese beiden Glasflächen beleuchtet werden. Hier an der Seite versuche ich es jetzt mal. Und zwar haben wir hier einen Falz, in den das Glas eingesetzt wird. Und ganz hinten sehen wir einen ja, dünnen weißen Streifen. Und das ist dann eben ein ja, ganz schmaler LED-Streifen mit RGB-LEDs. Und diese LEDs leuchten dann also von der Seite ins Glas rein. Und das Licht wird dann an diesen ja, Window-Flächen, die ich da gezeigt habe, ja, reflektiert und die leuchten dann entsprechend auch so, dass wir dann die Beleuchtungswirkung dort haben. Ungewöhnliche Lösung habe ich bisher bewusst bei keinem anderen Gehäuse so gesehen. Wir werden dann gleich zeigen, dass das auch wirklich wirkungsvoll ist. Gesteuert wird die Beleuchtung sowohl von dieser Frontecke als auch von dem RGB-Lüfter hier über diese kleine Controller-Platine und zwar eben entweder über die RGB-Taste im Deckel oder aber über ein geeignetes Mainboard. Wir haben hier schon den kleinen Anschluss dranhängen mit dem Asus Aura Sync Logo. Prinzipiell sollten aber generell Mainboards funktionieren, die diesen 3-Pin-ARGB-Anschluss besitzen. Unser Testsystem läuft jetzt bereits. Vielleicht hört man auch ein Lüfterrauschen im Hintergrund. Das muss man sich zum Glück hier beim Dorn TG aber nicht unbedingt anhören. Bei anderen Modellen mit RGB-Beleuchtung ist es zum Teil jetzt leider so, dass es proprietäre Anschlüsse oder Molex-Anschlüsse gibt und man die Lüfter dann nicht einfach steuern kann. Hier haben wir einfach 3-Pin-Anschlüsse. Das heißt, die Lüftersteuerung ist unkompliziert möglich und
Für den Test haben wir das dann auch gleich genutzt, um nicht nur Messungen mit 12 Volt, sondern auch mit 5 Volt durchzuführen. Ja, das Gehäuse läuft und es leuchtet noch nichts. Das liegt daran, dass es auch eine Ausstellung an der Steuerung hier gibt. Immer gern gesehen. Und wir können das Ganze jetzt natürlich anschalten. Wir sehen jetzt hier erstmal, okay, eine statische Beleuchtung ist möglich. Und wir sehen auch schön, okay, es ist schon so, die Beleuchtung strahlt von der Seite rein, wird also nach außen etwas schwächer. Aber insgesamt sind diese ja, Window-Elemente doch schön ausgeleuchtet. Wir sehen auch, dass es sogar hier unten noch ein, ja, so einen kleinen Leuchtstreifen gibt, das Licht also dann durchs Glas dort durch geht. Und das Ganze zieht sich eben auch tatsächlich um die Ecke rum, sodass diese Beleuchtung gleich nochmal plastischer wirkt. Der Hecklüfter hinten wird dann ja analog in der gleichen Farbe beleuchtet. Das heißt, wir haben also auch im Innenraum eine gewisse Beleuchtungswirkung. Relativ ja dezent, das ist also keineswegs aufdringlich, kann man, denke ich, so auch alltagstauglich nutzen. Wenn ich jetzt hier durchschalte, sehen wir, okay, es gibt hier erstmal statische Farben. Es ist aber nicht so, dass man darauf beschränkt wäre. Es ist nur einfach natürlich so, im Alltag ist eben diese statische Beleuchtung dann doch in der Regel das, was am angenehmsten ist. Wer aber mehr Abwechslung haben will, ja, der kann das Ganze durchaus auch mehrfarbig und dynamisch laufen lassen. Wir sehen das hier, dass es auch wirklich schön, ja, flüssig sich dann über diese ganze Ecke hinweg erstreckt. Der Effekt hier also wirklich flüssig durchrollt. Hinten im Lüfter geht das Ganze dann natürlich ja im Kreis rum. Also auch da wieder so ein bisschen analog das Ganze. Und dann haben wir hier eben einige von diesen wirklich ARGB-Effekten, mehrfarbig und farbenfroh. Ja, insgesamt muss ich sagen, ein RGB-Gehäuse, was wirklich vieles richtig macht, was mir als Nutzer eine gewisse Flexibilität bietet und aber auch diese Basics mitbringt, wie eben einen ordentlichen, alltagstauglichen Staubschutz. USB 3.1 Typ C kann man mittlerweile durchaus auch aus Basic auffassen. Wir haben Lüfter, die wirklich regelbar sind. Wir haben einen zeitgemäßen Innenraum und wir haben dann auch durchaus noch so ein paar nette Details plus eben ja ein Beleuchtungssystem, das in der Form doch ziemlich einzigartig am Markt ist und das Ganze dann nochmal so ein bisschen rausstrahlen lässt. Der Preis ist ein bisschen höher als bei den meisten günstigen RGB-Modellen, aber diese 110 Euro finde ich durchaus ja adäquat und es ist ein insgesamt doch attraktives Gehäuse, eben auch mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr dazu, gerade auch natürlich unsere Messung, gibt es im Test, der hier zeitgleich zum Video erscheint. Den Link findet man unten in der Videobeschreibung.